Du liebst Orte abseits der Touristenmassen und du magst es, in der Natur zu sein? Dann sind unsere Gran Canaria Geheimtipps genau passend für dich. Doch bevor wir damit starten, möchten wir noch zwei Dinge hervorheben. Zum einen bedanken wir uns beim Sponsor für dieses Video, Soundcore by Anchor. Zum anderen möchten wir dich gerne auf unser Top 10 Video zu Gran Canaria hinweisen. Falls du dieses Video noch nicht gesehen hast, legen wir dir ans Herz, auch diese Highlights anzuschauen. Das Video wird oben nun verlinkt. Starten wir nun mit unseren Top 12 Geheimtipps für Gran Canaria. Von allen Geheimtipps auf der Insel ist und bleibt die Playa de la Aldea unsere persönliche Nummer 1. Serpentinenstraßen mit vielen Kurven führen von zwei Seiten aus hierher. Die Anreise kann entweder aus Richtung Mogán über die Berge oder von Agaete an der Küste entlang erfolgen. Hier werden derzeit Tunnel durch die Felsen gebaut, die zukünftig eine schnellere Fahrt nach La Aldea ermöglichen werden. Die Playa de la Aldea gehört zum authentisch kanarischen Ort La Aldea de San Nicolás de Tolentino. Der Strand teilt sich in zwei Bereiche. Der erste Strand ist der Badeabschnitt. Vor dem kurzen Fußgängertunnel befinden sich Liegeflächen aus Holz sowie Duschen. Dahinter bieten verschiedene Restaurants lokale Küche, Fisch und Meeresfrüchte an. Hinter dem Fußgängertunnel kommt insbesondere bei Ebbe etwas Sandstrand zum Vorschein. Dieser Bereich ist durch die Hafenmauer geschützt und eignet sich daher besonders gut zum Baden. Folgst du dem Weg nach links, passierst du zunächst einen Grill- und Picknickplatz. Kanarische Pinien und Palmen sorgen hier für Schatten. Es gibt Bänke und Tische zum Verweilen und auch einen kleinen Spielplatz für Kinder. Hinter dem Park beginnt der zweite Strandabschnitt von La Aldea. Der Naturstrand von La Aldea ist womöglich der außergewöhnlichste Strand der gesamten Insel. Denn hier gibt es einen See, im Spanischen Charco genannt, direkt am Strand. Während die Wellen des Atlantiks auf die Steine prallen, bildet der Charco nur wenige Meter entfernt eine ruhige Oase. Wenn du bis zum Ende des Strands läufst, kannst du zudem einige alte Bunker aus der Nähe anschauen. Darüber hinaus ist die Playa de la Aldea auch ein wunderschöner Ort, um die Sonne abends am Meereshorizont untergehen zu sehen. Im Westen von Gran Canaria befindet sich unser nächster Geheimtipp. Der Naturpark Tamadaba. Er ist etwa 7500 Hektar groß und zählt zum UNESCO-Biosphärenreservat. In den Bergen des Naturparks dominieren die kanarischen Kiefern das Landschaftsbild. Steile Klippen beherbergen eindrucksvolle Aussichtspunkte. Und an den Küsten bietet Tamadaba naturbelassene Strände, die oft menschenleer sind. Um den Naturpark zu erleben, empfehlen wir dir die Fahrt zum Grill- und Picknickplatz Tamadaba. Bereits auf dem Weg hierher erlebst du den kanarischen Kiefernwald von seiner schönsten Seite. Rund um den Grill- und Picknickplatz gibt es zudem zahlreiche Wanderwege. Von den Aussichtspunkten entlang der Wanderwege genießt du eine traumhafte Aussicht auf die Küste von Tamadaba, den Atlantik und den Hafen von Agaete. Bei gutem Wetter ist zudem auch die Nachbarinsel Teneriffa in der Ferne zu sehen. Wir machen eine kurze Unterbrechung und möchten euch gerne die Kopfhörer von Soundcore vorstellen. Falls euch das mehrmals zu laut rauschen sollte, ihr in der Stadt unterwegs seid oder beispielsweise im Flugzeug sitzt, mit den Kopfhörern von Soundcore könnt ihr eure persönliche Ruhezone schaffen. Die Kopfhörer reduzieren Umgebungsgeräusche um bis zu 98%. Die Kopfhörer erkennen die Geräusche automatisch und passen die Geräuschunterdrückung automatisch an. Durch High-Resolution-Audio sorgen sie zudem für mehr Sounddetails und bieten eine extrem lange Akkulaufzeit zwischen 50 und 65 Stunden. Zudem bietet Soundcore im Vergleich zu anderen Produkten auch noch einen konkurrenzfähigen Preis. Alle Informationen zu den Kopfhörern findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unseren Geheimtipps für Gran Canaria. Viel Spaß dabei! Die womöglich schönste Unterkunft auf der ganzen Insel befindet sich ebenfalls im Naturpark Tamadaba. Naturverbundenes Reisen, Nachhaltigkeit, regionale Küche und der Kontakt zu Tieren stehen hier an erster Stelle. Sofern dies die passenden Kriterien für deinen Urlaub sind, bist du im Redondo de Guayedra ideal aufgehoben. Das Eco-Resort bietet auf einem 12 Hektar großen Gartengrundstück verschiedene Ferienwohnungen, Villen und Höhlenhäuser an. Das Eco-Resort bietet zwei Pools, einen unbeheizten Lagunenpool und einen beheizten Pool neben dem Restaurant.
Zudem verfügt es auch über Wasserfälle, einen direkten Strandzugang, zwei Kinderspielplätze, einen Fußball- und Tennisplatz sowie ein Fitnessstudio. Im Garten wachsen zahlreiche Früchte und Gemüsesorten. Unter anderem Bananen, Mangos, Papayas, Feigen, Maracujas, Zitronen, Melonen, Tomaten, Zucchini, Paprika, Chili und Zwiebeln. All das kommt beim Frühstück und Abendessen direkt vom Garten auf den Tisch. Den Link zum Resort findest du in der Videobeschreibung. Am Rande des Naturparks Tamadaba liegt ein ganz besonderer Stausee und ein weiterer Geheimtipp auf Gran Canaria. An der Presa de las Hoyas erstrahlt der Stausee bei gutem Wetter in türkiser Farbe. Auf dem Weg zur Presa de las Hoyas liegen zudem zwei weitere schöne Stauseen. Das Besondere ist hier, dass die Straße direkt am Ufer entlang führt. Du hast also während der Autofahrt einen traumhaften Blick auf die Seen. Insgesamt verfügt Gran Canaria übrigens über knapp 170 Staumauern. Die meisten davon sind in den 1960er und 1970er Jahren entstanden. Sie dienen vorwiegend zur landwirtschaftlichen Bewässerung. Dass auch die Inselhauptstadt noch Geheimtipps bietet, ist nur schwer vorstellbar. Doch das tut sie tatsächlich. Am Ortsrand in Richtung der Halbinsel La Isleta bietet Las Palmas einen naturbelassenen Strand ohne Bebauung. Die Playa del Confital. Hier findest du hellen Sandstrand, meist kräftigen Wellengang und eine Promenade. Sie führt zur einen Seite in den Stadtkern hinein bis zur Playa de las Canteras. Zur anderen Seite geht sie in einen Schotter-Küstenwanderweg über. Um die Playa del Confital und weitere Teile der Inselhauptstadt aus der besten Perspektive zu sehen, empfehlen wir den Aufstieg zum Mirador de la Cruz. Um den Aussichtspunkt zu erreichen, fährst du am besten mit dem Auto bis zum Parque de las Coloradas. Von dort führt der Weg ca. 10 Minuten lang hinauf zum Gipfel. Durch das Kreuz an der Bergspitze kannst du den Aussichtspunkt gut erkennen. Unterhalb des Aussichtspunkts befinden sich auch einige Höhlen. Der Zugang zu den Höhlen ist mittlerweile jedoch gesperrt. Inmitten des Haupttouristengebiets im Südwesten von Gran Canaria befindet sich tatsächlich noch ein lohnenswerter Strand, den Touristen kaum kennen. Die Rede ist von der Playa de Tauro. Sie liegt zwischen der wunderschönen, aber auch oft stark frequentierten Playa de Amadores und der ebenfalls touristischen Playa del Cura. Die Playa de Tauro bietet hellen Sand und ist ca. 370 Meter lang. Der naturbelassene Strand ist vorwiegend bei Einheimischen beliebt. Im Hintergrund befinden sich einfache Behausungen. Mit der Bar Pio Pio gibt es auch ein Meerblickrestaurant in direkter Strandlage. In den Wintermonaten ist der Sonnenuntergang über dem Meer besonders schön vom Strand aus anzuschauen. Ein weiterer Ort, den insbesondere Einheimische schätzen, sind die Piscinas Naturales El Agujero. Es handelt sich hierbei um ein Naturbadebecken direkt am Meer. Da der Atlantik an der Nordküste oft wellenreich ist und es gefährliche Strömungen geben kann, ist das Baden im Meer hier nur bedingt möglich. Dafür gibt es an der Nordküste mehrere Naturpools. Sie bestehen meist aus erkaltetem Lavagestein und wurden mit Mauern befestigt bzw. vervollständigt. Der kleine Küstenort El Agujero beherbergt einen dieser Naturpools. Er ist meistens auch bei stärkerem Wellengang zugänglich und wird nur im vorderen Bereich mit Meerwasser geflutet. Seitlich gibt es kleinere Bereiche mit Sand. In den Pfützen, die durch Meerwasser auf den Lavaflächen entstehen, kannst du meist auch einige Fische beobachten. Hinter dem Badebecken verläuft die Promenade. Dort kannst du Gran Canaria authentisch und ungeschminkt erleben. Zudem befindet sich hinter der Promenade der vielleicht coolste Skatepark der Insel. Wie du es sonst überwiegend aus den USA kennst, bietet der Skatepark eine Bowl. Weiter geht es mit unserem Geheimtipp Nummer 8, der Playa de Tufia. Die Playa de Tufia befindet sich nahe dem Flughafen von Gran Canaria an der Ostküste. Das kleine Fischerdorf Tufia wurde an den Hang gebaut. Vom kostenfreien Parkplatz oberhalb des Orts führt eine recht steile Straße hinab. Insbesondere an den Wochenenden sowie am späteren Nachmittag und Abend kannst du das einheimische Treiben vor Ort gut miterleben. Am Ende des kleinen Orts befinden sich zudem einige Felswohnungen. Sie wurden in Höhlen hineingebaut. Wenn du einen Ort sehen möchtest, in dem es heute noch bewohnte Höhlenwohnungen gibt, lohnt sich ein Ausflug nach Acusa Seca. Die kleine Siedlung liegt in der Nähe von Artenara, dem höchstgelegenen Dorf der Insel. Es gibt einen Weg, dem du an den Wohnhöhlen entlang folgen kannst. Dabei passierst du einige Blumen- und pflanzenreiche Terrassen. Es gibt vor Ort etwa 40 Höhlen. Die meisten davon sind bewohnt.
Im hinteren Teil der Höhlensiedlung findest du aber auch ehemalige Grabhöhlen und Getreidespeicher der Ureinwohner. Die Mumien, die in den Grabhöhlen gefunden wurden, kannst du teilweise im Museo Canario in der Inselhauptstadt Las Palmas sehen. Unter unseren Gran Canaria Geheimtipps ist dies wohl einer der bekanntesten, der kleine Ort Firgas. Aufgrund seines 30 Meter langen, künstlich angelegten und über Stufen verlaufenden Wasserfalls ist er auch als Wasserstadt bekannt. Den Wasserfall findest du entlang des Paseo de Gran Canaria. Der Weg beherbergt neben dem Wasserfall auch die Wappen aller Gemeinden von Gran Canaria und Reliefdarstellungen von allen kanarischen Inseln. Unser Geheimtipp Nummer 11 ist die Wanderung zum Arco del Coronadero. Hierbei handelt es sich um einen Steinbogen. Er befindet sich in einer kargen Landschaft mit eindrucksvoll hohen und steilen Felswänden. Dass in der Nähe auch die Westernstadt untergebracht ist, ist kein Zufall, denn wie Wild West sieht die Landschaft hier tatsächlich aus. Auch Buggy-Touren werden in dieser Region oft durchgeführt. Die Wanderung zum Steinbogen ist pro Strecke ca. 4,6 Kilometer lang. Da es unterwegs keinen Schatten gibt, solltest du an sonnigen Tagen an einen Sonnenschutz denken. Ein grüner Garten, Tiere und viele Möglichkeiten zum Wandern. Das sind die Hauptmerkmale unseres letzten Geheimtipps, der Finca de Osorio. Wenn du vom kostenfreien Parkplatz zum Garten läufst, passierst du zunächst die Schafwiese. Du kannst vor Ort entweder den großen Garten der Finca erkunden oder von dort eine der insgesamt 4 möglichen Rundwanderungen starten. Besonders eindrucksvoll sind aus unserer Sicht die großen Pica-Pica-Bäume. Ihre mächtigen Wurzeln liegen überwiegend frei. Damit kennst du nun unsere persönliche Top 12 der Geheimtipps auf Gran Canaria. Die Standorte aller Tipps findest du in unserem Blogbeitrag. Hier kannst du alle Informationen noch einmal in Ruhe nachlesen. Zudem bietet unser Blogbeitrag auch eine Karte, die du gerne kostenfrei herunterladen kannst. Zum Schluss des Videos möchten wir dich noch auf unseren Newsletter sowie unseren Reiseführer zu Gran Canaria aufmerksam machen. Im kostenfreien Newsletter senden wir dir weitere Reisetipps für Gran Canaria zu. Unser E-Book-Reiseführer beinhaltet insgesamt 99 Highlights auf der Insel. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich in den Newsletter einträgst und vielleicht sogar den E-Book-Reiseführer erwirbst. Damit unterstützt du unsere Arbeit und bereitest uns eine große Freude. Nun danken wir dir vielmals fürs Zuschauen und wünschen dir eine wundervolle Zeit auf Gran Canaria.